Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner dritten Bücherwoche im neuen Jahr. Ja, wir haben tatsächlich schon den 21. Januar. Es ist irgendwie total komisch, wenn man dran denkt, dass man vor 3 Wochen ja noch aufs neue Jahr gefiebert hat und vor 4 Wochen Weihnachten war und irgendwie denkt man sich, ja, so ist das. Also für mich vergeht im Winter immer unglaublich schnell die Zeit. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man einfach tatsächlich mehr so Home-Cocooning macht, also sich zu Hause zurückzieht und ja, ich weiß auch nicht, und halt einfach tatsächlich weniger rausgeht oder so, ne? Also bei mir ist das zumindest so. Ich bin ja kein so großer Winterfreund, auch wenn, ich muss ehrlich sagen, mir es seit, glaube ich, Donnerstag ein bisschen besser gefällt. Es kommt endlich so ein bisschen die Sonne, es ist zwar saukalt, wenn man da morgens bei minus 17 Grad sein Auto so freikratzen muss, denkt man sich auch, oh, ich will in die Sonne. Aber wenn dann die Sonne rauskommt und der Himmel blau ist, ist es tatsächlich schön und dann kann man auch nach der Arbeit noch so eine kleine Runde laufen, wo man denkt, einfach mal so ein bisschen Licht und man fühlt sich direkt besser. Also mir geht es zumindest so. Und ja, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so meckern, weil jetzt ist zumindest erstmal der Schnee, zumindest das Geschneie ist weg. Der Schnee liegt natürlich noch. Es ist ja auch knackig kalt, sodass der Schnee liegen bleiben kann. Und ja, aber ja, mein Wetter ist es halt einfach nicht, ne? Also so von innen ist es schön, aktuell knispert auch der Kamin. Es kann also auch mal sein, dass ich zwischendrin dann mal noch aufheizen muss. Und ja, aber ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an, was ich diese Woche gelesen habe. Und meine Woche begann mit dem Testlesen bei der lieben Laura Newman und zwar von ihrem neuen Buch This New World, welches geplant, glaube ich, so etwas vor der Leipziger Buchmesse erscheinen soll, also im März. Und sie hat ja die Testleser komplett neu gewürfelt, hat ja auch einen Aufruf auf ihrem Kanal The Looney Life gemacht, wer möchte Testleser werden, auch auf ihrem Blog. Und es sind 14 Testleser dabei herausgekommen, ganz unterschiedlich. Es gibt einfach, ich sag mal, nur Leser. Es gibt Blogger, es gibt YouTuber, es gibt natürlich ihre Mama und Lotta und Tobi, die ja bei der alten Konstellation auch schon dabei waren, waren auch wieder dabei, was mich auch sehr gefreut hat. Und ja, das habe ich gelesen. Auch gelesen diese Woche habe ich von Marina Manda Katzen. Ein Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin, ich glaube auch über so einen Zeitschriften-Mind-Magazin-Tipp, eine große Liebesgeschichte an die Katzen und besonders natürlich auch dann an ihre eigenen Katzen. Meine Katze sitzt schon wieder hier. Ja, so ist es, ne? Also ich werde jetzt demnächst mal so eine Kamera haben, dass man sieht, wie ich beobachtet werde. Ja, ein Buch über Katzen, für Katzen, um Katzen, für Katzenfreunde, für alle Katzenzweifler. Und was mich als E-Book begleitet hat. Dann habe ich beendet diese Woche den ersten Wälzer in diesem Jahr. Ja, Terror von Dan Simmons, was wir ja in einer kleinen Lesegruppe gelesen haben. Und ein echter Wälzer mit um die 990 Seiten. Und haben ja da seit dem 4. Januar, wenn ich mich nicht irre, dran gelesen. Also knapp war es um die 2 Wochen, was ich für so eine Seitenzahl absolut in Ordnung finde, wenn man sich das einteilt. Und haben wir auch beendet. Und ganz frisch beendet, heute Morgen im Bett habe ich die letzten Seiten gelesen von Das Buch der Freude vom Dalai Lama und Desmond Tutu. Ein Buch, das im Lotos Verlag erschienen ist und wir haben hier einen Erzähler, einen Interviewer und das ist Douglas Abrams. Und das habe ich heute Morgen ganz noch frisch sozusagen beendet. Ja, das ist so 4 Bücher die Woche. Ansonsten liegt hier ein toller Neuzugang, auf den ich mich sehr freue. Und das Leseklubbuch, das ja heute losgeht, also für euch schon gestern, weil bei euch ist es ja schon Sonntag. Aber ja, dann gibt es ein bisschen eine Vorschau für die kommende Woche. Es gibt am Dienstag wieder ein Autoren-Hangout, worüber ich ein bisschen sprechen möchte. Und ich denke, wir starten einfach mal mit den Büchern. Ja, das erste Buch war This New World von Laura Newman. Das ist der erste Teil einer Dilogie. Es wird 2 Teile geben in dieser Reihe. Und sie hat sich ja sehr kurzfristig dazu entschlossen, daraus eine Dilogie zu machen. Das konnte man ja in ihren Blogs und dann auch bei ihren
ihrer Reiseflucht ins Hotel zum Schreiben dann so ein bisschen schon spüren, dass sie ja dann auch gesagt hat, sie hat am Ende gemerkt, sie hat das so ganz schnell zu Ende gebracht und das wollte sie nicht und deswegen hat sie dann jetzt eine Dilogie draus gemacht. Das wird ca. 330 Seiten haben, ist geplant für den März. Sie möchte den ersten Teil also jetzt vor der Leipziger Buchmesse rausbringen und ja, der zweite Teil dann vielleicht noch, wenn wir Glück haben, dann vor der Frankfurter Buchmesse. Wird dann also so Herbst, Winter diesen Jahres erscheinen. Man muss also auch gar nicht lange warten. Ja, ich bin sehr glücklich darüber gewesen, dass ich es testlesen durfte. Ich bin ja ein großer Fan ihrer Geschichten, ganz egal, ob es die Dystopie Nachtsonne war, ob es eher Science Fiction by Coherent war, ob es eher so ein bisschen geheimnisvoll, liebevoll bei Jonah war oder ob es Zombie Endzeit Roadtrip bei Another Day in Paradise wurde und ja, mich haben ja immer alle Bücher sehr gefesselt auf ihre eigene Art und auch bei This New World, wo ich ja gar nicht so viel verraten möchte und auch nicht darf, kann ich euch sagen, könnt ihr euch auf ein tolles und interessantes Buch freuen. Wir lernen die jugendliche Zoe kennen und wir sind hier an einer Highschool in den USA und Zoes Welt ist eigentlich absolut in Ordnung. Sie hat ist in einer langjährigen Beziehung mit Coben, das ist ein Footballstar, hat einen tollen Freundeskreis und ja, hat auch tolle Eltern. Und eines Tages passiert in diesem kleinen Dörfchen eben etwas und ja, es tun sich merkwürdige Gaben bei den einzelnen Menschen auf und ja, das Chaos ist im Grunde vorprogrammiert. Mehr möchte ich wirklich gar nicht zur Geschichte erzählen. Es ist so eine Endzeitgeschichte, würde ich es nennen. Es ist ja keine Dystopie, weil es ja keine andere politische Zukunftsversion unserer Welt ist, sondern es ist eher so ein Endzeit-Ding, beziehungsweise auch so ein bisschen Science-Fiction, es ist ein bisschen Fantasy mit drin und natürlich eine tolle Protagonistin, die wieder stark ist, tough ist und mir meistens sehr viel Freude bereitet hat. Ja, das ist natürlich, ja, ne, es gibt ja immer diese Momente, wo man denkt, ich würde es vielleicht anders machen, also als Charakter, aber das ist, ja, das kommt natürlich vor. Ich habe das Buch in zwei Schüben durchgesuchtet und ich finde, das spricht schon absolut für dieses Buch, denn ich wollte unbedingt immer wissen, wie es weitergeht. Es ging schon los, als die May kam mit, oder ich sie dann gelesen habe nachts, ich glaube noch Samstagnacht, und es dann hieß, ja, du bist Testleser, die kam, glaube ich, am Samstag, ging sie dann alle raus und ich dann noch so dachte, ach, gehst du jetzt nochmal an den PC, fährst du ihn jetzt nochmal hoch und holst du dir das E-Book gleich herunter und ich erst dachte, ach nee, Steffi, das kannst du auch Sonntagvormittag machen und ich dann in meinem Bett so lag und dachte, eigentlich würde es dich ja schon interessieren. Und ich wirklich nochmal aufgestanden bin aus dem Bett und eigentlich war ich schon da niedergelegt und habe halt nur so die letzten Mails und Facebook-Nachrichten so ein bisschen gecheckt. Und ja, bin dann tatsächlich nochmal aufgestanden, bin ins Wohnzimmer, bin an meinem PC, habe den hochgefahren, habe die Mail von Laura rausgesucht und habe mir dann das E-Book heruntergeladen und habe es auf meinen Reader gepackt und habe dann, glaube ich, nachts noch direkt, keine Ahnung, ein paar Kapitel gelesen. Ja, ich konnte überhaupt nicht anders. Also auch dann der Sonntag war eigentlich reserviert für eine andere Lektüre. Ging aber nicht, musste ich weiterlesen und Montag habe ich es dann, glaube ich, beendet und ja, habe dann eben auch mal einen Tag Terror liegen gelassen, weil ich einfach gesagt habe, ich muss von Laura wissen, wie es weitergeht und man fühlt sich da ja auch als Testleser so ein bisschen, jetzt nicht unter Druck, gar nicht, also Druck macht Laura ja gar nicht, aber halt so, man möchte ja auch hinterher sein und natürlich die Kommentare zu den einzelnen Kapiteln und Leseabschnitte berichten und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein tolles Buch freuen. Ich bin jetzt gespannt, was noch die anderen Testleser schreiben und erzählen werden und bin mega gespannt auf die verschiedensten Meinungen und Gedankengänge und natürlich dann auch auf das Endbuch, wie es dann nach der Überarbeitung sein wird und freue mich da wirklich sehr drauf und freue mich auch einfach darüber, dass ich ja, dabei sein durfte beim Entstehungsprozess und das hat mir wieder unglaublichen Spaß gemacht und man liest tatsächlich das Buch schon ein bisschen anders. Also
Man merkt schon, dass man ein bisschen noch mehr drüber nachdenkt als sonst, dass man sich auch Szenen nochmal so durch den Kopf gehen lässt, ob das alles logisch ist, ob das Sinn macht, ob es irgendwo einen Punkt gibt, wo man denkt, oh, das war jetzt irgendwie nicht ganz rund. Und das macht man ja in einem Buch auch schon, aber da nimmt man es halt irgendwie hin, weil man kann es eh nicht mehr ändern. Aber als Testleser kann man natürlich den Anstoß geben, hey, mir ist das und das aufgefallen und das ist ja auch Ziel des Ganzen. Und ja, dementsprechend hat mich das sehr gefreut. Ganz liebe Grüße an Laura und alle Testleser, wenn ihr das seht. Und ja, hat mir wieder große Freude bereitet. Dann ging es weiter mit einem ganz anderen Buch, und zwar Katzen von Marina Mander, ist erschienen am 21. November letzten Jahres im Bertelsmann Verlag, kostet gebunden 12 Euro, als E-Book ist es für 10 Euro zu haben und hat ca. 144 Seiten. Und ich hatte mir leider nicht aufgeschrieben, wo ich das Buch entdeckt habe. Ich glaube, es war tatsächlich eines meiner Mind-Magazine, und wo es eben auch so um Gelassenheit geht und dann halt auch Tierliebe oft mal so ein Punkt dazu ist. Und ja, Katzen ja sowieso die gelassensten Tiere, glaube ich, auf der ganzen Welt sind. Egal, ob in freier Wildbahn oder anstierend neben mir. Das ist vollkommen egal. Man kommt sich nur als Mensch ein bisschen komisch vor, aber es ist ja, alles okay. Ja, das Buch hatte mich einfach dann auch vom Klappentext so angesprochen und habe mich dann auch gefreut, als es bei mir angekommen ist vom Bertelsmann Verlag und ich es dann auch lesen konnte, und durch die 144 Seiten ist man wirklich geflogen. Es ist eine großartige Liebesgeschichte an Katzen, über Katzen. Es ist besonders auch eine Liebesgeschichte zwischen Marina Mander, der Autorin, und ihren Katzen. Wir erfahren so ein bisschen, wie ihr Leben mit Katzen war, wie die Katzen zu ihr gefunden hat oder wie sie zu den Katzen gefunden hat. Und ja, sie erzählt einfach so ein bisschen darüber, wie das Leben mit Katzen so ist, und hat halt wirklich auch wunderbare Zitate eingepackt und wunderbare Liebesgeschichten und setzt die Katze hier wirklich so ein klein wenig auf einem Podest und schwärmt eigentlich das ganze Buch darüber. Und ganz oft, das ist total merkwürdig, wenn da irgendwelche Verhaltensweisen von den Katzen erzählt wird, muss ich immer an irgendeine meiner Katzen denken. Also man merkt doch, Katzen sind irgendwie wie Menschen, und es gibt eben so Verhaltensmuster, die alle an den Tag liegen, und das ist dann einfach so schön und lustig. Und sie erzählt dann zum Beispiel auch, wie gerne sie stundenlang gefühlt ihren Katzen zuschaut beim Spielen, beim Putzen, beim gegenseitigen Kuscheln, und wie sie es einfach genießt, wenn sich die Katze neben sie legt beim Lesen oder Musik hören, und dann wird gekuschelt und gestreichelt, und wie man das eben als Mensch so genießt. Und man sitzt dann wirklich so vor diesem Buch, und auch ich habe ja oft gerade im Bett da meine Katzen dabei, zumindest zwei von dreien, und da wird dann halt auch nochmal gekuschelt, und wenn dann geschnurrt wird oder wenn man nachts aufwacht und sich wieder zueinander kuschelt, oder ja, meine eine liebt es zurzeit auch unter der Decke mitzuschlafen, da ist es halt schön warm. Und wenn man dann halt so als Mensch sich immer überlegt, oh, kann ich mich jetzt bewegen, ist da jemand und wie drehe ich mich mal, und na, am Ende dreht man sich doch nicht. Gibt ja auch eine tolle Facebook-Gruppe, die da heißt, lieber unbequem schlafen als Katzen wecken. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Phänomen. Und gibt dann halt auch mal so ein paar Erzählungen zu Unterschiede, Hundeliebhaber, Katzenliebhaber. Da würde ich persönlich immer keinen Unterschied machen. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen, wo ich dachte, ach Mensch, Hauptsache man ist tierlieb, ne? Also das ist doch ganz egal, welches Tier man dann im Endeffekt lieber hat von beiden. Ich weiß auch nicht, warum es die Hunde- und die Katzenfraktionen immer so getrennt voneinander geben muss. Und jeder liebt doch sein Tierchen. Und ja, jedes Tierchen ist halt auch anders, wie es jeder Mensch ist. Und das war so ein Punkt, der mir manchmal nicht so gut gefallen hat. Aber ansonsten ist es wirklich eine Hommage an die Katze. Und jeder, der Liebesgeschichten mag, der Katzen mag, der Tiere mag, der einfach wirklich so ein wunderbar warmes Gefühl beim Lesen haben möchte, der ist bei diesem Buch absolut richtig. Und man fühlt sich einfach mit der Autorin so ein in das Leben mit Katzen. Und ja, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe mir auch ein Zitat herausgeschrieben, was mir gut gefällt, obwohl es den Vergleich mit dem Hund hat. Aber das war so ein Vergleich, den ich eigentlich ganz schön fand. Und zwar, es ist, als würde man einen Hund nie genug lieben. Eine Katze dagegen weiß genau, dass man sie wie wahnsinnig liebt. Denn es kann ja gar nicht anders sein. Ja, ich muss gestehen, das hat mich echt an meine Katzen erinnert. Wenn ich so denke, ob die wohl wissen, also wie gern, wie lieb man sie hat. Und dann gucken sie einen manchmal so an und so mit dem Spruch, na, du kannst gar nicht anders. Und ich glaube, so ist es tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Katze und Hund, dass die Katze einfach genau weiß, ach,
die können mich eigentlich nur gern haben. Und der Hund, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die Unsicherheit hat, mag mich mein Herrchen, mein Frauchen heute. Ich glaube, das ist so wirklich so der Charakterzug, der bei beiden ein bisschen anders ist. Obwohl die Katze ja da gar nicht so gut wegkommt bei diesem Vergleich. Aber ich den Spruch einfach sehr schön fand. Und auch wenn ich, wie gesagt, die Vergleiche sonst immer nicht so schön fand in dem Buch, weil ich finde halt, auch ein Hund ist einfach ein lieb zu habendes Tierchen, Lebewesen. Und ja, fand ich aber das Buch wirklich schön. Und ja, 144 Seiten waren wirklich so in zwei Rutschen auch durchgelesen. Es war wirklich so ein ganz warmes Gefühl, was es bei mir hinterlassen hat, hat mir wirklich gut gefallen und ja, sehr, sehr große Freude bereitet. Nach der Liebesgeschichten an Katzen ging es dann direkt weiter mit einem ganz anderen Buch. Ja, mit Terror von Dan Simmons. Ein Buch mit 989 Seiten, das ist erschienen im Jahr 2008 im Heine Verlag, kostet als Taschenbuch 11 Euro, gibt es aber gebraucht auch schon viel, viel günstiger. Auch meine Version ist ja gebraucht, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Mediamops war, Avell, Rebuy, ich glaube es war Rebuy, für um die 3,50 Euro, also absolut in Ordnung und war auch noch in einem okay Zustand, also jetzt nicht im besten Zustand, aber noch absolut in Ordnung. Ja, ein Buch, von dem ja der liebe Thorsten so geschwärmt hat. Das ist ja auch das Jahreshighlight von Thorsten. Und ich kann absolut verstehen, warum es ihm gut gefallen hat. Und ja, es haben sich ja einige ja, angesprochen gefühlt bei den Videos von Thorsten. Und einige haben mitgelesen, nicht nur Booktuber, sondern eben auch Leser, Zuschauer, die gesagt haben, Mensch, gemeinsam lesen macht immer mehr Spaß. Und so haben wir das Buch uns in zwei Wochen eingeteilt, ein bisschen was über zwei Wochen. Und haben es ja, verschlungen und gelesen. Jetzt wird man sich natürlich bei dem Titel fragen, wie der Terror, der jetzt aktuell auf der Welt ist. Nein, denn Terror ist die Terror, es ist ein Schiff. Und zusammen mit der Erebus hat sich zwei Expeditionsteams im Jahr 1845 aufgemacht, die Nordwestpassage ja, zu durchqueren. Und sie haben, glaube ich, mit einer dreijährigen Reise gerechnet mit diesen zwei riesen Schiffen, weil sie schon damit rechneten, dass sie einen Sommer wahrscheinlich im Packeis feststecken werden. Und ja, diese beiden Schiffe gab es wirklich. Es gab auch viele Menschen, die hier drin vorkamen, wirklich historisch gesehen. Und diese beiden Schiffe sind halt irgendwann einfach stecken geblieben, nicht mehr aus dem Eis herausgekommen. Und ja, die Welt hat sich lange, lange gefragt, was ist denn mit der Besatzung passiert? Was ist da vorgegangen 3 oder 4 Jahre lang? Und Dan Simmons nimmt eben diesen historischen Hintergrund, diese Expedition, auch viele der Menschen, egal ob Ärzte, ob den Captain, die Seemannsleute, die dabei waren, und spinnt eben ja, eine historische Geschichte drumherum, die sich eben an manche historische Fakten hält, aber dann eben auch einfach fantasiereich von ihm erzählt werden. Und wir haben hier im Grunde so ein bisschen eine Entdeckungsreise zusammen mit ja, eben was Geschichtlichen, mit Spannung, mit Fantasy-Elementen und einem, ich glaube, umso länger ich drüber nachdenke, wirklich sehr tollen und genialen Ende. Und es ist ein sehr, sehr atmosphärisches Buch. Ich selbst wäre wohl nie darauf gekommen, ohne die Empfehlung von Thorsten, mir dieses Buch zuzulegen, geschweige denn etwas von dem Autor zu lesen. Ich kann gar nicht mehr sagen, ne? Also ich wäre bei dem Klappentext wohl nie drauf gekommen, dass das ein Buch für mich wäre. Aber Thorsten hat wirklich überzeugend geschwärmt und wirklich ganz tolle Argumente gebracht, was dieses Buch zu seinem Top-Buch des Jahres macht. Und ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich mochte einige der Charaktere unglaublich gerne. Wir haben hier verschiedene Perspektiven, die uns erzählt werden. Das ist am Anfang so ein bisschen verwirrend. Man braucht ein paar Seiten, bis man reinkommt. Wichtig ist halt wirklich, dass man immer bei den Kapitelanfängen schaut, wer ist man und wann ist man. Denn man hat eben manchmal auch noch Rückblenden. Die haben mich wirklich gerade zu Beginn sehr, sehr verwirrt, weil ich da mal dachte, oh, wo war ich, wer war ich? Ja, man muss das wirklich aufmerksam lesen. Es ist nicht irgendein 0815 Buch, was man nebenbei verschlingt, um dieses Wort von vorher nochmal zu verwenden. Was jetzt aber nicht schlechter für die anderen Bücher sein soll, sondern man muss hier sich einfach um einiges konzentrieren. Es ist halt einfach ein Erwachsenenbuch, kein Jugendbuch und auch keine Liebesgeschichte an Katzen, wenn man einen Vergleich machen möchte, was ich eigentlich nicht tun möchte, weil jedes Buch für sich und jedes Genre für sich natürlich seine Berechtigung hat. Man
merkt aber natürlich schon an der Länge des Buches, dass man einfach dranbleiben muss, dass man dabei bleiben muss, dass man aufmerksam sein muss, dass man sich vielen Gedanken im Grunde auch stellen muss, dass man einfach, ja, einfach nicht einfach mal so loslegt und schwupps ist man in der Geschichte drin. Also man muss einfach damit rechnen, dass man an manchen Momenten auch stolpert, dass es einen Moment braucht, bis man drin ist. Denn der Schreibstil ist halt auch sehr umfangreich, es ist sehr detailreich, es ist sehr atmosphärisch, es ist arschkalt in diesem Buch. Wir reden hier von Minusgraden um die 45 Grad, wenn man dann morgens bei minus 17 Grad schon eine Ahnung davon bekommen, wie es wohl da sein kann. Und man spürt eben, dass die Männer irgendwann Hunger haben, dass sie ja auch verzweifelt sind, manchmal vielleicht auch die Hoffnung aufgeben. Und wir selbst ja im Grunde, wenn man sich geschichtlich mit diesen Schiffen beschäftigt, ja schon wissen, wie es endet. Also das ist da eben, also ich spoilere damit jetzt niemanden, ich glaube, es steht sogar hinten drauf, sie verschwinden spurlos, dies ist ihre Geschichte, genau. Also, dass man im Grunde schon weiß, so richtiges Happy End kann es da nicht geben und man ja eigentlich mit diesem Wissen immer mit hofft dennoch. Also, dass Dan Simmons es schafft, dass man immer mit manchen Männern zumindest hofft und bangt und sich freut, wenn es da so einen Lichtschimmer gibt. Also, dass es da irgendwo doch nochmal eine Fahrt drinne gibt, wo man mit dem Schiff, mit dem Boot zumindest los kann, dass man eben versucht, irgendwo hinzukommen, dass man gefunden wird. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich wäre diese Reise nichts gewesen. Ich finde das wirklich unglaublich irre, was diese früheren Menschen so auf Expeditionen auf sich genommen haben, welche Wege sie gegangen sind. Ich finde das echt irre. Also mich hätte man auf keins dieser Schiffe gebracht, ganz zu schweigen, dass Frauen ja sowieso auf diesen Schiffen noch Unglück gebracht haben. Ja, darüber kann man auch denken, was man möchte. Wo man einfach denkt, ich wäre nie auf so eine Expedition gegangen, aber es musste ja irgendwer tun, sonst wäre die Welt immer noch unbekannt, unbereist. Wir könnten die Welt nicht auf entdeckten Pfaden für uns selbst entdecken. Und hat es jetzt Sinn gemacht? Ich glaube schon. Und es musste natürlich so Menschen geben, die sich da mit zwei Riesenschiffen auf den Weg machen, um eben die Arktis, den Norden, die Arktis, ich versuche das nicht durcheinander zu bringen, im Grunde kennenzulernen, herauszufinden, was da passiert, wie da passiert. Wir treffen da auf Eisbären und wir treffen auf ein Wesen, von dem es am Ende, bis dahin muss man allerdings warten, eine Auflösung gibt und das eben ja den Männern nicht so friedlich gesonnen ist. Und jetzt kommt, glaube ich, gerade hier so ein bisschen die Sonne durch. Ich hoffe, das klappt noch. Ja, ein Buch, ja, es gibt so viel, ich meine, es sind 1000 Seiten, es sind keine Ahnung wie viele Charaktere, die wir begleiten und man könnte so viel erzählen, aber eigentlich muss man es selbst lesen, man muss die Angst, die Kälte, die Hoffnungslosigkeit und gleichzeitig trotzdem immer wieder den Mut und die Kraft der Männer gelesen haben, um diese Geschichte zu spüren, um sie zu verstehen, um sich begeistern zu lassen, um diese Atmosphäre mitzunehmen, um einfach... Ja, also es ist echt ein unglaublicher Schreibstil, den Dan Simmons hier an den Tag legt. Es ist mir manchmal tatsächlich zu detailreich gewesen, wo ich denke, Mensch, da hat sich so ein bisschen eine Länge gebildet, aber es war nicht langweilig. Man wollte bei jedem Leseabschnitt eigentlich schon wissen, wie es dann weitergeht. Und ich habe dann ja gerade meine Urlaubswoche auch mal so ein, zwei Leseabschnitte verpasst und fand es dann auch schön, wenn man dann 150 Seiten an einem Stück einfach lesen konnte. Und dann auch gegen Ende hin konnte ich es auch nicht abwarten und habe dann halt schon am Donnerstag zu Ende gelesen, obwohl ja heute erst der letzte Tag gewesen wäre, aber es ging nicht anders. Also ein Buch, das ich empfehlen kann für jeden, der historische Bücher mag, der keine Angst vor einer gewissen Grausamkeit, Düsternis hat, vor Hoffnungslosigkeit, vor mutigen Männern, vor Gedanken, die einen dann selbst ganz verwirren und die wirklich sowas Atmosphärisches einfach gerne lesen. Ich freue mich, dass ich von Dan Simmons ja noch Druid auf dem Sub habe und ich habe mich jetzt auch noch mit einem anderen Buch über die Terror so ein bisschen informiert und habe es auch mal auf die Wunschliste gepackt, mal gucken, ob das mal
bei mir einzieht, weil ich diese Geschichte, auch gerade wie sich das Ende auflöst von der Terror, das möchte ich jetzt nicht spoilern, einfach spannend und toll und ja, einfach interessant fand. Und es gibt ja dann auch noch von Dan Simmons Der Berg, da geht es ja um die Mount Everest-Besteigung von zwei Männern, die ja dann auch verschollen wurden, relativ bekannt. Ich habe aber mal wieder die Namen vergessen. Und da hat Thorsten jetzt auch schon so im Hangout, glaube ich, geschwärmt. Und ich glaube, dass das auch mal ein Buch ist, was noch bei mir einzieht. Ich bin ja auch so ein Mount Everest-Fan, weil mich einfach diese ganze Region so interessiert und Bergsteigen, obwohl ich es nie machen würde, ich immer spannend, interessant, auch Dokumentationen so gerne lese und schaue und lese. Und ja, da denke ich, wird das von Dan Simmons auch mal einziehen. Und ja, finde ich toll, ist eine großartige Autorenentdeckung und kann ich wirklich nur empfehlen, wer einfach mal sowas in diese Richtung lesen möchte. Und jetzt mache ich geblendet von der Sonne erstmal den Rollo runter und ja, heize mal drauf und dann bin ich gleich wieder da. So, ja, wir mussten jetzt irgendwie die Location wechseln. Ich hoffe, ihr stört euch da jetzt nicht dran, aber ich krieg's da eigentlich, ja, jetzt leider gar nicht irgendwie schattig und will ich auch gar nicht. Ich will die Sonne auch gar nicht aussperren. Deswegen dachte ich, gehen wir hier in die Ecke. Ich hoffe nur, jetzt ist es hier nicht zu dunkel, weil ich jetzt auch meine Softbox nicht aufgebaut habe. Aber ich denke, es soll hier ja um Bücher gehen und nicht, wo ich sitze, wie ich sitze und wie es leuchtet. Und dementsprechend denke ich, machen wir einfach mit dem letzten Buch der Woche weiter. Was da ist, das Buch der Freude vom Dalai Lama und Desmond Tutu, seines Zeichens ein Erzbischof aus Südafrika. Und beide haben sich ja, zu einem Urlaub, zu einem gemeinsamen Austauschurlaub in Indien getroffen. Und ja, da wurden die Gespräche aufgezeichnet von Douglas Abrams, der hier auch als Autor verzeichnet ist. Ja, das Buch der Freude ist erschienen im September letzten Jahres im Lotus Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Und ich habe dieses Buch in einer meiner Mind-Magazine entdeckt. Ich glaube, die Happiness oder Happy Way oder die Flow, irgendeine war es. Und ich fand den Ausschnitt dieser Gespräche da schon so interessant und spannend, dass ich dachte, ich, ja, muss dieses Buch einfach haben und lesen. Als gebundene Ausgabe kostet es 23 Euro, als E-Book 19 Euro und es hat 384 Seiten und es war ein wirklich sehr schönes Buch. Es, ja, ich bin ja der buddhistischen Philosophie sehr, sehr zugetan und fühle mich da auch wirklich zu Hause und fühle, dass da viele Gedanken und Ideen, einfach meinen Gedanken und Ideen einfach am nächsten kommen, wenn man all diese Religionen mal vergleicht und daherzieht. Und ja, ich mich ja da auch schon sehr intensiv mit beschäftigt habe. Und ja, auch der Lotus Verlag hat mich jetzt mit einigen Büchern in den letzten Monaten, gerade auch mit der Katzen-Style-Lama, natürlich sehr begeistert. Und ich gucke da sehr, sehr regelmäßig das Programm so ein bisschen durch. Und dementsprechend, ich habe schon einige Bücher von, über und mit dem Dalai Lama gelesen und habe mich da auf dieses neue Buch auch sehr, sehr gefreut. Sehr interessant finde ich die Kombination eben mit Desmond Tutu, der eben ein katholischer Erzbischof ist, der natürlich auch kein sehr leichtes Leben in Südafrika gelebt hat, denn da natürlich die Apartheid, der Rassismus sehr, sehr schlimm war und er wurde dann zu einem Berater von Nelson Mandela, der ja auch einen sehr schweren und harten Wehkampf in seinem Leben hatte. Und ja, man spürt da eben zwei Männer, die viel in ihrem Leben erlebt haben, die denen nicht immer so viel Gutes auch passiert ist im Leben, bis auf eben ihr Glaube, ihre Überzeugung und eben die Freude am Leben. Und denn die teilen beide eben einfach. Und ja, beide treffen sich eben. Ja, sie sind langjährig befreundet und beide treffen sich ganz aktuell eben in Indien und wollen da eben den Austausch pflegen, unter anderem eben über die Freude und genießen die Zeit mit schelmischen Witzen, tollen Gesprächen und wirklich vielen wunderbaren Gedankengängen, an denen sie uns auch teilhaben lassen. Und dieses Buch fand ich einfach großartig. Mir hat es super viel Spaß gemacht, diesen Gedanken zu folgen, diesen beiden Männern, die eigentlich ja unterschiedlicher von ihren Gedanken, Glaubensrichtungen gar nicht sein könnten, aber dennoch so viel Respekt haben und so wunderbar mit dem anderen umgehen und auch den Gedanken des anderen umgehen und nicht immer alles gleich so abtun und so negativ sind, sondern einfach beide merken, es gibt eben auch etwas positiv in dem anderen und in dem anderen seinen Gedanken und Glaubensgedanken. Und das fand ich einfach toll, denn ich denke mir oftmals, ja, würden einfach viel mehr Menschen auf dieser Welt friedlich, respektvoll über den anderen denken und mit Freude einfach das Gespräch suchen, anstelle irgendwie, ja, da einfach Krieg zu führen. Ich meine, natürlich ist die Religion auch nur ein vorgeschobener Grund für dieses Machtspektakel, was wir eben auf der Welt haben. Aber
ja, es, ja, ich möchte ja gar nicht politisch werden. Von daher, ja, lassen wir es jetzt einmal mal so stehen. Ich fand es großartig, wie beide eben auch neugierig dem anderen gegenüberstanden und da eben immer wieder nachgefragt haben und man eben selbst dadurch einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekommt, denn man selbst vielleicht manches gar nicht in Frage stellt, sondern als gegeben hinnimmt und beide einen da so ein bisschen die Augen wieder öffnen, das Herz öffnen und man ganz viel Wärme bekommt und es wirklich ganz viel Spaß gemacht hat, diesen Gedankengängen zu folgen, diesen Gesprächen, diesen Witzigkeiten der beiden alten Männer, wenn man so möchte, wie sie sich ja auch selbst benennen, und ich das einfach toll fand. Und es wird hier eben die Freude besprochen, das Glück besprochen, das Leben besprochen, auch was kommt denn jetzt, wenn der Tod kommt, und der kommt, und der kommt für uns alle und auch so für die beiden, die ja schon über 80 sind. Und ich fand da eine Passage sehr schön und interessant, denn man muss ja bedenken, beim Buddhismus kommt man ja als Reinkarnation in der Regel wieder auf diese Welt. Und außer man hat natürlich ein Leben geführt in Erleuchtung und Ruhe und Freude, dass man ins Nirvana kommt und damit ja diesen Fluch der Reinkarnation eigentlich, was andere ja als Glück empfinden, das ist ja bei den Buddhisten eigentlich gar nicht gewollt, dass man wiederkommt und wieder dieses Elend eigentlich erleben muss. Und bei den Katholiken oder bei den Christen ist es ja so, dass man ja im Grunde erstmal tot ist, bis Gott einen dann ruft und dann ja entschieden wird, ob man im Himmel bleibt oder gehen Hölle zieht. Und ja, der Dalai Lama hat dann so eigentlich im Witz gesagt, hey, wenn ich irgendwann vor deinem Gott stehe und du recht hattest, dann lande ich ja in der Hölle. Und da hat Desmond Tutu etwas gesagt, was mich sehr bewegt hat, was mich sehr zu Herzen ging und jetzt auch noch Gänsehaut auslöst. Er hat gesagt, also wenn mein Gott jemanden wie dich, der in anderer Leben so viel Schönes, Freundliches, Liebevolles, so viel Barmherziges wenn ins Leben gebracht hat, und wenn mein Gott jemanden wie dich in die Hölle schickt, dann ist die Hölle ein schöner Ort. Und ich fand das einfach toll. Ich dachte mir, da ist tatsächlich etwas dran. Denn ich glaube, es kommt am Ende gar nicht darauf an, also ich hoffe das vielleicht auch, was man geglaubt hat, oder, ne, sondern wie man einfach als Mensch war. Und ich glaube, dass uns das groß angerechnet irgendwann wird. Wie in jeder, welcher Art auch immer. Wissen tut es ja eigentlich keiner von uns. Und ja, mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand wirklich die Gespräche wunderbar und ich fand auch diesen Schelm der beiden so toll. Man hatte manchmal gar nicht den Eindruck, da sind 80-jährige, sehr weise Menschen, die viel im Leben gemacht haben, erlebt haben, bewegt haben, sondern man hatte den Eindruck, das sind Jugendliche, die einfach Witz haben. Und ich fand's toll. Also es hat viel, viel Spaß gemacht und jeder, wer solche Bücher gerne liest, der ist hier bei diesem Buch absolut richtig. Ist eine absolute Empfehlung und hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet. Viel Freude bereitet mir hoffentlich unser Leseclub-Buch. Eine ganz andere Art von Buch. Ja, wir beginnen heute damit, beziehungsweise bei euch ist es ja schon gestern, denn wir haben Samstag gestartet. Und zwar mit Delirium von Lauren Oliver mit dem Untertitel Amor Deliria Nervosa. Ein Buch, das ja unglaublich gehypt wurde vor 2-3 Jahren. Ich glaube, es ist 2013, ist der erste Teil erschienen. Mittlerweile ist die Trilogie schon komplett herausgekommen. Und man könnte, wenn einem das Buch packt, und das hoffe ich, direkt weitersuchten und die Trilogie dann natürlich genießen. Es wird sie mittlerweile auch schon gebraucht, zu günstigen Preisen geben. Und ich freue mich wirklich sehr auf Delirium. Es ist ja diesmal so gewesen, da Alicia im Dezember Geburtstag hatte, durfte sie ja die Subbücher für den Januar auswählen und ich habe mich total gefreut, als dann durch alle anderen mit in dieser Gruppe Delirium ausgewählt wurde und hatte da wirklich, oh, ich habe es auch im Regal und freue mich, ein Subbuch, das abgebaut wird. Ja, es ist auch schon eingeteilt. In dem Buch geht es ja um die böse, böse Krankheit, die Liebe, um Amor, Deliria Nervosa, was eben aus den Menschen bei einem Eingriff im Grunde entfernt wird. Und wir treffen auf die 18-jährige Lena und sie steht eben kurz vor diesem Eingriff, trifft aber nochmal auf einen jungen Mann und spürt aber da ein gewisses Gefühl und fragt sich, ob das, was sie da empfindet, was sie da fühlt, wirklich so schlecht sein kann. Und ich gehe davon aus, dass es ja, weil es eine Dystopie ist, dass sie dann natürlich das System in Frage stellt und man dann wahrscheinlich erstmal wirklich, ja, diese Rebellion dann vielleicht entfacht und beginnt und sich da irgendetwas tut. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf, bin sehr gespannt, wie es mir gefallen wird und natürlich erfahrt ihr dann in der nächsten Bücherwoche, ob es mich gepackt hat, ob es direkt mit dem zweiten Band weitergehen wird. Diese Woche hat mich auch überraschende Buchpost vom CBT Verlag erreicht. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass dieses Büchlein bei mir ankommt und habe mich natürlich mega darüber gefreut, dass das neue Buch von Veronica Ross bei mir
mir eingezogen ist. Rat der Neun, der erste Teil dieser Dilogie, wenn ich mich nicht irre, richtig, eine Fantasy-Zweiteiler, gezeichneter Untertitel, kam bei mir an und ich danke dem CBT-Verlag wirklich von Herzen für dieses Buch. Und es sieht nicht nur optisch cool aus, sondern ja, klingt natürlich auch nach Fantasy und unglaublich spannend. Es ist schon interessant, dass jetzt Dilogien scheinbar der neue Dreiteiler sind. Denn Cecilia Hearn hat das gemacht, Laura Newman plant es und auch Veronica Ross tut es. Also ich finde da, ja, finde ich auch mal schön, dass es nicht immer eine Trilogie sein muss, sondern dass man sich auch denkt, man kann in zwei Teilen eine tolle Geschichte erzählen. Ja, hier geht es ja um bekriegte Nachbarländer. Genau, sie können unterschiedlicher nicht sein. Syra, Schwester des tyrannischen Herrschers Rüssek vom Volk der Shotet. Finde ich schon geil, dass das alles so unterschiedliche Namen sind. Und Arkos vom benachbarten, friedliebenden Volk. Durch die Vergangenheit ihrer Vorfahren verfeindet, durch die Schicksale ihrer Familien verbunden, trotz aller Widerstände kommen sie sich näher und müssen sich entscheiden, sich gegenseitig zu helfen oder zu zerstören. Oh, klingt doch geil, oder? Erinnert natürlich so grob an Romeo und Julia. Ich bin sehr gespannt, wie es Veronica Roth in die Fantasy-Welt rübergeschrieben hat. Ich hoffe, dass sie mich nicht so enttäuscht, wie Stephanie Meyer gemacht hat. Das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Und ja, dass mich dieser Auftakt und dann natürlich auch die ganze Dilogie auf jeden Fall begeistern wird. Darauf hoffe ich, freue ich mich und bin sehr gespannt. Das Buch wird auf jeden Fall im Januar noch gelesen. Freut euch einfach auf eine der nächsten Bücherwochen und bin mega gespannt und neugierig darauf. Ja, das war es, glaube ich, so buchtechnisch. Was erwartet euch in der kommenden Woche? Ja, es gibt am Dienstag ein neues Autoren-Hangout, ein neues Steffi Talks with Authors und ich darf herzlich begrüßen die lieben Drostens, Julia und Horst, beides ihrer seiner Zeichen sozusagen, ein Autorenpaar, die zusammen eben historische Romane schreiben, aber nicht einfach historische Romane, wo sie zum Beispiel das Königshaus von England beleuchten, sondern ja, wir sind einfach zu einer früheren Zeit an außergewöhnlichen Orten und erleben da eben eine wunderbare Geschichte und gerade das mit diesen sowohl entführt in der Zeit als auch entführt an einen anderen Ort haben mich die Drostens ja damals vor 3-4 Jahren bekommen, denn wir waren mit dem ersten Buch waren wir in Marokko, dann ging es weiter nach Ägypten und mit dem aktuellen Buch waren wir ja auf Sri Lanka. Zwischendrin waren wir dann auch mal in der jetzigen Zeit und hatten ihr einfach einen zeitgemäßen Roman von beiden lesen können, was auch großartig war, was auch sehr zum Nachdenken angeregt hat. Das ging ja um die Bienen und ich bin einfach ein Fan dieser Art von historischen Romanen und ja, freue mich, dass beide bei mir auf dem Kanal zu Gast sind. Ab 19:30 Uhr werden wir am Dienstag euch hoffentlich gut unterhalten. Ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit, mir vorab auch schon Fragen per Mail oder Facebook zu stellen. Das nutzt ihr ja auch sehr, gerade die, die halt sich nicht angemeldet haben auf YouTube und mir dann im Chat eben keine Fragen stellen können oder den Autoren in dem Fall dann natürlich Fragen stellen können. Nutzt das gerne weiterhin. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, dass ihr zahlreich am Dienstag mit dabei seid, dass wir alle zusammen einen wunderbaren Abend haben und auch bei den weiteren Hangouts dann viel, viel Spaß haben werden. Es ist so grob jetzt geplant, glaube ich, bis Ende März wird es, also 3 Termine stehen schon fest. Bei dem einen, dadurch, dass es doch relativ kurz vor der Buchmesse ist, müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber ich freue mich da auf jeden Fall, dass das nicht nur bei euch so gut ankommt, sondern natürlich auch bei den Autoren und bei mir selbst. Weil mir macht das echt großartigen Spaß und ich freue mich wirklich auf die Abende dann so in dieser Live-Funktion. Was halt doch was anderes ist, als wenn man nur in die Kamera spricht und erst viel später und viel verzögerter dann natürlich eine Antwort bekommt. Und ja, mir macht das wirklich großen Spaß. Dann würde ich diese Woche auch noch gerne ins Kino gehen. Bob der Streuner läuft ja auch jetzt bei uns in den Kinos und den Film möchte ich natürlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, auch unglaublich gerne gucken. Mal sehen, ob ich diese Woche dazu schaffe. Ich habe ja Spätschicht und vielleicht schaffe ich es danach mal in die Kinos oder in eins der Kinos. Und ja, da möchte ich auch mal diese Woche eigentlich in die Thalia so den ein oder anderen Gutschein, den ich zum Geburtstag Weihnachten bekommen habe, einlösen. Habe ich ja schon zum Teil gemacht. Ich habe ja auch einen Medimops-Gutschein, einen Avell-Gutschein, die ich dann schon eingelöst habe. Bei Avell habe ich ja wirklich ja, die Bücher im Grunde von Adriana Popescu mir zugelegt, wo ich mich einfach gefreut habe, dass die da so erhältlich waren. Und bei Medimops habe ich auch zugegriffen und jetzt ist die Thalia dran und freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich liebe Euglis sehr mit dem fantastischen Tierwesen-Drehbuch, weiß aber nur gar nicht so, ob das so was wirklich für mich ist. Grundsätzlich würde ich mir ja gerne die illustrierte Ausgabe vom Herrn der Ringe holen, finde den aber halt unglaublich teuer und ja, ich habe halt jetzt schon öfter gehört, dass die Illustrationen gar nicht so gut sein sollen.
Ja, dementsprechend werde ich einfach mal hoffen, dass meine Thalia es offen hat und ich vielleicht mal reinlooken kann. Ansonsten werden es eben ein paar andere schöne Bücher, vielleicht auch ein paar E-Books. Mal gucken. Ja, da lasse ich mich natürlich überraschen. Und ihr natürlich auch, was da so dann bei den Neuzugängen vielleicht dann dabei ist. Und ja, ich glaube, das war es so zur letzten, zur kommenden Woche. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr Dienstagabend mit dabei seid, wenn ihr dann auch bei den anderen Videos wieder dabei seid. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, was ihr vielleicht gelesen habt, was euch im Januar, der ist ja schon 3 Wochen alt ist, so ein bisschen begeistert hat, was ihr vielleicht auch noch empfehlen könnt. Und ja, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, immer her. Und nun wünsche ich euch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche und auch wann immer ihr das Video seht, natürlich einen tollen Tag, einen schönen Abend und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.